Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Community Push Video. Ich bin's wieder, euer Easy Style. Und ja, es gibt wieder eine neue Promotion und einen neuen Gast. Stell ich doch am besten mal vor. Ja, hallo, ich bin der Milk Torch und ja, das war's. Ja. Ja, und wie geht's dir so? Gut. Und dir? Hallo, alles Paletti. Oh, und freust dich dabei zu sein? Ja, klar. Juhu, gut. Du könntest noch meinen Zuschauern sagen, was du mir als Hintergrundvideo eingesendet hast. Als Hintergrundvideo meine ich, hatte ich dir ein Minecraft Ender Games, Minecraft Ender Games Runde zugeschickt, die jetzt nicht so prickelnd war, meine ich, aber geht. Aber es war Minecraft, das weiß ich, sehe ich auf jeden Fall, das erkenne ich. Aber die Spiele kenne ich da nicht, die Mods, das kann ich dir nicht sagen. Oh. Jo, okay. Fangen wir mit dem Interview an, oder? Jo. Gut. Dann zur ersten Frage. Name deines Kanals kannst du ja nochmal wiederholen. Und wie kamst du auf deinen Namen? Ja, also wie gesagt, ich bin der Milk Torch und ich habe mir schon Gedanken über die Fragen gemacht, aber mir ist gar nicht eingefallen, wie ich auf den Namen gekommen bin. Ich weiß nur, dass ich mit einem Kollegen zusammen war und wir dann irgendwie gemeinsam auf den Namen gekommen sind. Okay. Und irgendwas Besonderes gedacht? An Milch oder? Weiß er nicht, kann ja sein. Nee, eigentlich nicht so. Wir haben einfach nur Minecraft gespielt und dann kam uns eigentlich irgendwie. Dann kamen wir irgendwie auf die Idee Milk Torch. Ich weiß auch nicht wieso. Okay, spontan. Spontane Idee von zwei Kollegas, oder? Ja, klar. Gut. Ab zur zweiten Frage. Was machst du genau auf deinem Kanal? Ja, auf meinem Kanal gibt's eigentlich hauptsächlich nur Minecraft-Let's Plays, aber ich mache auch zurzeit was anderes. Zum Beispiel habe ich letztens so ein kleines Commentary gemacht, wo ich als Hintergrund Call of Duty Ghosts hatte. Ja, und ich wollte Call of Duty Ghosts auch so bringen, manchmal. Okay, dann gehen wir gleich zur dritten Frage. Wie aktiv bist du auf deinem Kanal? Aktuelle Projekte? Also aktiv bin ich in letzter Zeit, aktiver geworden, da ich in letzter Zeit viel Stress hatte wegen Schule und so und deswegen konnte ich nicht so viele Videos hochladen, beziehungsweise gar keine. Und aktuelle Projekte sind Minecraft, eine Adventure Map, so Jump'n'Run. Und wie gesagt, das mit den Commentaries so ab und zu. Okay. Gut. Zur vierten Frage. Was hast du in Zukunft auf deinem Kanal geplant? In Zukunft habe ich, wie gesagt, das mit den Commentaries über, also als Hintergrund dann Black Ops 2 oder Live-Commentaries mit, Black Ops 2 sage ich schon, Ghost. Und ich überlege, ein neues Projekt mit Minecraft zu starten, aber ich kam noch nicht so ganz auf die Idee. Okay, irgendwelche anderen Spiele, die noch rauskommen werden oder so? Ja, ich wollte mir The Forest holen, kennst du das? Ajo, habe ich auch. Gutes ja, Spiel, aber leider noch nicht richtig fertig, das ist schade. Ja, leider. Auf jeden Fall das wollte ich holen und wahrscheinlich auch dann Let's Playen. Oh, okay, gute Sache würde ich mal sagen, denn ab zur fünften und letzten Frage. Gamescom 2014, bist du dabei? Auf jeden Fall bin ich diesmal dabei, letztes Jahr konnte ich leider nicht, weil ich im Urlaub gefahren bin. Aber dieses Jahr bin ich auf jeden Fall dabei und ja. Alle Tage oder nur einen Tag? Ich bin wahrscheinlich nur freitags da, weil Samstag wird mir das dann ein bisschen zu voll mit dem Video-Day. Ich glaube, das war Samstag. Nein, Sonntag. Ja. Ne, Sonntag, genau. Ja, mit dem Video-Day, ne. Okay, ja, vielleicht sieht man sich ja und läuft sich über den Weg. Wird man ja sehen. Ja. Oh. Gut. Dann habe ich aber noch eine Frage, die ich eigentlich jeden Minecraft-Spieler frage. Warum spielst du Minecraft? Jeder weiß, dass ich nicht wirklich Minecraft-Spieler bin. Deswegen frage ich jeden Minecraft-Spieler, warum er es tut. Achso, wieso ich Minecraft spiele? Das ist eigentlich so angefangen habe ich das spontan. Ich war beim Freund und der hat das dann halt die gecrackte Version und dann hat er mir das gezeigt und ich fand das eigentlich ganz lustig, so mit dem Klötzen und so und ist auf jeden Fall spaßig. Und das mit den ganzen Mods ist auch ganz cool. Da gibt es ja so verschiedene und tausende davon. Ja, auf jeden Fall macht das damit Spaß. Okay, und wegen der Community, oder? Ja, klar.
Ajo, hier das ist eine. Okay, dann war's das wieder mit dem Interview für heute. Danke, dass du dabei warst. Und kein ja, Problem. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für meine Zuschauer? Ja, auf jeden Fall. Bei mir auf dem Kanal werden auch manchmal, also ich danke auf jeden Fall Easy Style, dass ich dabei sein durfte. Gerne, und, gerne. Ja, das macht eigentlich Spaß, deine Videos zu gucken. Also, ne? Immer schön draufklicken. Ja? Nee. Okay, danke an dich nochmal und ja, unterstützt den Kerl, der Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Als erstes geht bei ihm vorbei, unterstützt ihn, schaut seine Videos, vor allem die Minecraft-Fans können da immer gerne vorbeischauen. Muss ja, sonst wäre es ja schlecht. Ja. Und ja, unterstützt ihn wirklich, gebt ihm Daumen hoch und schreibt ihm Kommentare. Und das war's wieder mit dem Promotion-Video für heute. Wir sehen uns im nächsten Teil. Und ja, wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.